Das DLR forscht seit 10 Jahren an dem Thema Next Generation Train. Das sind Hochgeschwindigkeitszüge im Personenverkehr. Und diese Forschungsergebnisse sind in den letzten Jahren auch angewendet worden auf den Frachtverkehr, weil dort ein Bedarf ist, das Aufkommen zu steigern. Das Frachtaufkommen ist gestiegen, insbesondere durch den Onlinehandel. Es gibt großvolumige Pakete mit relativ kleinem Gewicht. Und dazu ist gerade der Doppelstockzug, den wir da konzipiert haben, geeignet, diese zu transportieren.